Brutus Brefka. Claudia. Ich lernte sie damals in der Kneipe kennen, in der ich regelmäßig als DJ arbeitete. Dem Yesterday. Es handelte sich dabei um Bremerhavens letzte verbliebene Szene-Kneipe, die aus irgendwelchen Gründen das Aussterben der sogenannten Szene, was auch immer sich dahinter verborgen haben mochte, überlebt hatte. Der Laden war ziemlich düster. Die Wände waren allesamt dunkel gestrichen. Das Holz der Tresen war im Laufe der Jahre ebenfalls immer dunkler geworden. Der Fußboden war ausgetreten und von Brandflecken, die durch Zigarettenkippen entstanden waren, übersät. Eine Besonderheit war, dass im Yesterday der Paartanz verpönt war. Man tanzte stets allein. Und man tanzte nicht nur allein, sondern außerdem immer mit dem Gesicht zur Wand. Dieses Verhalten war für Bremerhavener völlig normal. Es war halt einfach der Brauch und niemand hatte sich je gefragt, woher er kam. Vermutlich war es ein von der vor Jahren verstorbenen und begrabenen Szene eingeschlepptes Verhalten. Man tanzte allein mit dem Gesicht zur Wand, fühlte sich cool und hatte seine Ruhe. Ende der Durchsage. Wenn wir ab und zu mal Gäste hatten, die aus anderen Städten kamen, standen die immer fassungslos am Rande der Tanzfläche, betrachteten das seltsame Treiben und schienen sich zu fragen, ob sie eigentlich von Bekloppten umzingelt seien. Gelegentlich kamen sie zu mir und fragten mich, warum denn alle mit dem Gesicht zur Wand tanzen würden. Sowas hätten sie ja noch nie gesehen. In Ermangelung einer einfachen und dennoch sinnvollen Erklärung sagte ich dann, dass man das hier eben so macht. Sie schüttelten verständnislos den Kopf und gingen dann ebenfalls tanzen. Meist paarweise, woran wir als Eingeborene stets den Touristen oder den Zugereisten erkennen konnten. Eines Nachts, als ich so dastand, CDs einlegte und den Gästen bei ihren Vergnügungen zusah, stellte sich mein Kollege Chris, ein großer Typ mit langen roten Haaren, zu mir. Wir arbeiteten in dieser Nacht zusammen. Er war für die Getränkeausgabe und ich für die Musik zuständig. Er hatte gerade alle Bestellungen abgearbeitet und machte eine Zigarettenpause. Wir betrachteten gedankenverloren das bunte Treiben. Er eröffnete mir eine seiner erstaunlichen Theorien, nach der man aus der Art und Weise des Tanzens hervorragend ableiten könne, wie sich der jeweilige Tänzer beim Sex verhalten würde. Er war überzeugt von seiner Hypothese und hatte sich zu deren Bestätigung wohl schon für den einen oder anderen Selbstversuch hergegeben. »Siehst du die Kleine mit den langen dunklen Haaren da in der Ecke?«, fragte er mich. »Meinst du die, die rumhüpft wie Rumpelstilzchen?« »Genau die meine ich«, sagte er und grinste. »Die hat meine Annahme vollends bestätigt. Mein Stilzchen und ich fühlten uns regelrecht überrumpelt.« Er stand da und betrachtete sie verzückt, während ich ihn ansah und kaum glauben konnte, dass er diesen Karlauer eben wirklich gebracht hatte. »Ich würde zu gern wissen, worüber ihr beiden da eben geredet habt.« Sie war groß, hatte blonde, lange Haare, blaue Augen und lächelte mich verschmitzt an. »Ich glaube nicht, dass du das wissen willst«, antwortete ich ihr. »Doch. Aber ich denke, es ist besser, wenn ich es dir nicht sage.« »Wieso?« »Du könntest einen schlechten Eindruck von DJs und Tresenkräften bekommen.« »Den habe ich schon«, sagte sie grinsend und zündete sich eine Zigarette an. »Das ist aber schade.« »Sieh es doch mal so. Du hast nichts mehr zu verlieren. Du kannst mir also ruhig verraten, worum es in eurem Gespräch ging.« »Ihr habt doch bestimmt gelästert, habe ich recht?« »Nein, nein, wir lästern nie«, sagte ich und zwinkerte ihr zu. »Genau, und die Erde ist eine Scheibe.« »Ich muss mich mal eben um die Musik kümmern«, sagte ich und wandte mich dem CD-Regal zu. Bei den ersten Klängen stand sie auf, drückte ihre angerauchte Zigarette aus und machte sich auf den Weg zur Tanzfläche. »Ich komme wieder und dann reden wir weiter«, sagte sie, als sie sich noch einmal kurz umdrehte. Dann verschwand sie zwischen den anderen tanzenden Gästen. Irgendwann an diesem Abend, nachdem ich endlich den Mut aufgebracht hatte, mich ihren Lippen und ihren blendend weißen Zähnen zu nähern, küsste ich sie zum ersten Mal. 4 Monate später zogen Claudia und ich in eine Wohnung, die sich in derselben Straße wie das Yesterday befand. Kurz nachdem wir mit der Renovierung und Einrichtung der Wohnung fertig waren, kündigte sich Claudias Mutter, Karin, Lehrerin von Beruf, zu Besuch an. Eine Situation, die mich üblicherweise mit Unbehagen erfüllte.
Das erste Zusammentreffen mit der Mutter, der Freundin hat ja oftmals einen gewissen Verhörcharakter. Wo kommst du her? Wer sind deine Eltern? Hast du gedient? Hast du erblich bedingte Krankheiten? Was machst du beruflich? Ah, Musiker. Verdient man da denn auch genug? Willst du denn später auch mal was anderes machen? Was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du annimmst, ich würde dir meine Tochter kampflos überlassen? Und so weiter. Dass ich dem Treffen eher skeptisch gegenüberstand, wurde zusätzlich dadurch gefördert, dass Karin beabsichtigte, ihre Hündin, die den Namen Lady trug, zu der ersten Zusammenkunft mitzubringen. Nun hatte ich zu der Zeit im Grunde keine Angst vor Hunden. Sie waren mir im Großen und Ganzen egal. Die Hunde und ich bewohnten gemeinsam diesen Planeten, gingen uns weitestgehend aus dem Weg und lebten vor uns hin. Als Claudia mir aber eröffnete, dass es sich bei Lady um einen Rottweiler handeln würde, wurde mir unwohl in der Magengegend. Es gab da ein Ereignis in meiner Kindheit, das mich für meinen weiteren Lebensweg Rottweilern gegenüber misstrauisch werden ließ. Meine Mutter hatte mich damals zum Laden von Fleischer Brefka geschickt, um ein paar Sachen einzukaufen. Der Fleischer hatte einen Rottweiler, der das Grundstück neben seinem Geschäft bewachte. Brutus hieß der und war ein neurotischer und aggressiver Riese von einem Hund. Ein völlig durchgeknalltes, kläffendes, schwarzes Muskelpaket. Ich konnte ihn nicht ausstehen und ich war froh, dass Fleischer Brefka einen soliden Zaun um sein Grundstück gezogen hatte. Damals dachte ich noch, dass Hunde automatisch den Nachnamen ihres Herrchens annehmen würden und ich fand, dass Brutus Brefka ziemlich bescheuert klingt. Aber warum sollte ein bescheuerter Hund nicht auch einen bescheuerten Namen haben? Dieser Hund machte sich jedenfalls stets einen heftigen Spaß daraus, mich zu Tode zu erschrecken. Immer dann, wenn ich schon fast an dem Grundstück vorbei war und dachte, dass der blöde Köter wohl gerade schlief oder mit dem Verzehr eines anderen gerade erst gerissenen Kindes beschäftigt war, sprang er aus dem Gebüsch hervor und kläffte mich von der anderen Seite des Jägerzaunes an. An diesem denkwürdigen Tag jedoch hatte ich anscheinend Glück gehabt. Ich ging am Grundstück des Fleischers vorbei und nichts passierte. Ich kaufte die Sachen für meine Mutter, erhielt von der netten Verkäuferin Frau Kerner die obligatorische Gratis-Bockwurst für Kinder, zahlte, verließ den Laden und machte mich auf den Rückweg. Als ich am Rottweiler Gehege vorbeikam, stellte ich mit Entsetzen fest, dass die Tür des Zaunes offen stand. Mein erster Gedanke war, dass es das Klügste wäre, die Beine in die Hand zu nehmen und zu hoffen, dass der Hund tatsächlich gerade nicht da war. In dem Moment war es aber auch schon zu spät. Das Vieh schlenderte in aller Seelenruhe durch die offene Pforte auf mich zu und baute sich breitbeinig und sabbernd vor mir auf. Ich hatte Todesangst und war mir sicher, dass mein junges Leben nun auf dem Fußweg vor Fleischer Brefkas Grund und Boden ein blutiges Ende finden würde. Für einen Moment überlegte ich, ob Meister Brefka wohl, nachdem Brutus mit mir fertig sein würde, die Reste meines zerschundenen und zerfetzten Körpers in die Wurstmaschine stopfen würde, um die Spuren des schrecklichen Unglücks für immer zu verwischen. Er könnte dann meiner Mutter aus rein praktischen Erwägungen heraus vorschlagen, eine Fleischwurst in den Sarg zu legen. Das wäre zwar aus ethischer und moralischer Sicht fragwürdig, aber lange nicht so eklig wie das, was Brutus übrig lassen würde. Denn Brutus, da war ich mir sicher, machte keine halben Sachen. Während ich meinen absurden Gedanken nachhing, standen Brutus und ich uns eine ganze Weile gegenüber. Es mag vielleicht eine Minute gewesen sein, mir kam es allerdings vor wie eine Stunde. Ich zitterte und Brutus sabberte. Irgendwann hatte ich dann die rettende Idee, die ich noch heute als die Hund-Wurst-Assoziation bezeichne. Brutus wollte gar nicht mich, er wollte meine Einkäufe. Das Hackfleisch und den Bierschinken konnte ich unmöglich opfern, wenn ich nicht ohne Einkäufe und auch ohne das dafür vorgesehene Geld zu Hause ankommen und bei meiner Mutter in Erklärungsnotstand geraten wollte. Im Endeffekt wäre ich dadurch vom Regen, unter Umgehung der Traufe, direkt in die Scheiße geraten. Also führte der Weg zu meiner Rettung über die kostenlose Bockwurst. Kurz entschlossen schleuderte ich sie in hohem Bogen über den Zaun. Sowohl Brutus als auch ich beobachteten ihr erstaunlich elegantes Flugverhalten und sahen sie letztlich auf Fleischer Brefkas Rasen aufschlagen.
Ich sah Brutus an. Brutus sah mich an. Dann blickte er wieder zu der Bockwurst hinüber, ohne sich auch nur einen Zentimeter von der Stelle zu bewegen. Gerade als ich vermutete, dass mein Plan fehlgeschlagen war und Brutus' Interesse wohl doch mehr mir als der Wurst galt, drehte er sich um und schlenderte genauso gemütlich, wie er gekommen war, wieder zurück in sein Gehege, um sich der ergaunerten Bockwurst zu widmen. Ich packte die Gelegenheit beim Schopfe und sprintete los. Ich hörte erst auf zu rennen, als ich an unserer Haustür ankam. Thank you.